Ihr legt bei eurer Küchenplanung Wert auf Design. Ihr möchtet, dass sich euer Kochfeld, eure Dunstabzugshaube fast nahtlos in das Küchendesign integriert. Dann sind wir hier bei Feimec genau richtig, denn ich habe für euch hier total tolle neue Innovationen entdeckt, die ich euch hier in diesem Video präsentiere. Und dabei, wie immer, viel Spaß. Feimec kennt ihr ja von den Dunstabzugshauben, von den Kochfeldern mit integriertem Abzug. Und ja, Feimec individualisiert mittlerweile eure Küche bis ins Detail. Und wie macht das Feimec? Feimec macht das mit einer einzigartigen neuen Oberfläche bei den Kochfeldern. Und zwar haben wir hier ein Kochfeld, ihr seht es schon, was in verschiedenen Steinstrukturen abgebildet werden kann. Das ist natürlich hochinteressant, wenn ihr das ganze System flächenbündig in eine Steinplatte integriert. Und das Ganze macht Feimec zusammen mit dem Steinverarbeiter Strasser bzw. auch Hersteller, denn wir haben hier die Dekore aus dem Alpinova-Programm. Da kommen auch demnächst weitere Dekore dazu, so dass halt wirklich jedes Kochfeld in die entsprechende Platte eingebaut werden kann, ohne dass ihr das Ganze dann noch wirklich wahrnehmt. Neben den Steindekoren habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Kochfelder, die es jetzt auch in Matt gibt, in entsprechender Farbe passend zu eurer Küche oder halt eben zur Spüle individualisieren. Oder wie hier, wenn Messing- oder Goldelemente in der Küche sind, wie in der Haube, Armatur, dass ihr auch die Elemente, die Bedruckung auf dem Kochfeld und den Abzug, wenn ihr einen Muldenlüfter habt, hier farblich passend individualisieren können. Und das finde ich schon ganz großes Kino. Ja, und neben der Individualisierung ist auch das Thema, dass die Hauben immer mehr in das Küchendesign integriert werden. Jetzt keine farblich passende Lösung, obwohl Schwarz passt da hier wunderbar dazu, sondern hier haben wir mit der Haube Proklin das Modell, wo die Haube direkt in das Regalsystem, was hier als Aufsatz geplant ist, integriert ist und somit optisch verschwindet. Und das Ganze bekommt auch noch natürlich einen Nutzen, denn ihr könnt halt, wie ihr das hier seht, Küchenutensilien, Kräuter, ihr könnt eure Öle hier platzieren, habt das dann direkt griffbereit, habt auch einen entsprechenden Sichtschutz aus dem Wohnraum auf die Insel und könnt das Ganze natürlich auch noch als kleine Minibar nutzen. Ja, die Haube Levante hinter mir, die ist jetzt nicht neu, die verbirgt sich, wenn die Haube ausgeschalten ist, oben an der Decke, ist dann fast unsichtbar. Und ja, wenn ihr kochen wollt, holt ihr die Haube runter. Bis dato habt ihr das immer mit der Fernbedienung gemacht, was natürlich beim Kochen doch lästig werden kann. Und neu ist jetzt, dass wir über die neuen Kochfelder von Feimec die Hauben direkt steuern können. Und das können wir einfach mal hier testen, indem wir hier die Haube nochmal ein Stück runterfahren lassen, direkt in die Höhe, wie die Haube jetzt hier an dem Falle eingestellt ist für die optimale Luftströmung. Hier zeigt uns Feimec gleich zwei Möglichkeiten, wie ihr euer Kochfeld bzw. eure Haube hier individuell in euer Küchendesign einfließen lassen könnt. Einfließen daher, da wir hier eine Bedruckung des Kochfeldes haben, was sich in der Farbe der Arbeitsplatte befindet und die passende Haube dazu, die Haube Shelf, hier in dem Modulelement, was sich hier oben an der Wand verbirgt, und das Ganze auch nochmal mit individualisiert mit der Küchenfarbe hier unserer Arbeitsplatte und dem Wangenmaterial. Die Haube somit versteckt als Regalelement. Das Ganze kann noch ergänzt werden mit dem Railing-System, was wirklich eine sehr wertige Haptik hat. Und wir haben hier nochmal als Designelement die Shelf-Elemente als Regal mit der Standardvariante in Schwarz. Und die Shelf selber ist eine Haube, die gerade mal 10 cm stark ist. Und in den 10 cm wird quasi die Luft gereinigt, das Fett wird herausgenommen. Die Lüfter sorgen dafür, dass die Luft dann entsprechend auch durch die Kohle-Zeolith-Filter geht und somit halt auch Gerüche und Feuchtigkeit gesammelt werden. Und das Ganze kann passend auf euer Küchendesign modular erweitert werden. Wir haben jetzt hier links und rechts noch entsprechende Edelstahlwannen, wo dann entweder Kräuter oder wie hier Deko Platz findet und das Ganze mit der entsprechenden Blende vom Möbelhersteller angepasst an euer Küchendesign. Und somit habt ihr eine total individuelle Lösung und eine Haube, die sich hier komplett in das Küchendesign integriert, ohne dass es als Haube erkennbar ist.
Ja, und hier wird deutlich, mit welcher Farbvielfalt gearbeitet werden kann. Das Ganze hier jetzt natürlich in dem leichten Roséton. Und wenn ihr euch an unser Messevideo erinnert, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinken wir euch das über die Infokarte beziehungsweise schreiben es euch in die Videobeschreibung, was jetzt aktuell die Trendfarben sind. Und da ist es natürlich wunderbar, dass man hier jetzt auch das Kochfeld passend dazu machen kann, zu seinem Küchendesign. Und das Ganze kombiniert mit der Airwall. Die Airwall ist jetzt nicht neu, aber das Ganze jetzt auch möglich, dass wir die Haube öffnen und über das Kochfeld auch steuern können. Also müssen jetzt nicht mehr über die Töpfe greifen, können uns hier verbrühen oder bekommen irgendwelche Fettspritzer ab, sondern wir können das ganz bequem über das Kochfeld die Haube steuern. Und wer die Wall dann in der entsprechenden Größe genommen hat, der kann das Ganze auch mit diesen praktischen Tablaren, die magnetisch sind, individualisieren, denn die können hier entsprechend angebracht werden. In dem Falle der Halter für das Kochbuch oder für das Tablet. Das Ganze gibt es natürlich dann aber auch in anderen Funktionen. Ja, auch Downdraft-Hauben sind in der Küche nicht mehr wegzudenken. Im Zeitalter von Muldenlüftern ist die Downdraft-Haube ja wieder aktuell geworden. Und Falmec bietet uns mit der Level ein sehr interessantes System. Zum einen natürlich neu die entsprechende Grillplatte. Und warum haben wir jetzt hier die Grillplatte liegen? Wir können mit der Level, drum auch Level, die Höhe der Haube definieren, einstellen. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal ein Stück weit runter, denn wir haben ja jetzt hier die Grillplatte und haben jetzt hier den Abzug direkt in der Höhe, wo wir ihn benötigen. Und wenn wir jetzt das Ganze noch hier um einen Topf ergänzen, dann können wir die Haube auch wieder entsprechend wunderbar über das Kochfeld dann ganz entspannt wieder nach oben fahren und auf die Höhe bringen, wie wir hier unseren Topf haben. Das Ganze natürlich auch ein Stück weit mit dem Glas dargestellt, dass wir hier auch ja die Optik zum Wohnbereich wahren, zwar einen kleinen Sichtschutz haben, aber trotzdem das Ganze noch ein Stück weit transparent ist. Die Level hat zudem noch hier ein LED-Band, was hier wunderbar die Kochfläche ausleuchtet. Und wer jetzt seine Level komplett in der Arbeitsplatte verschwinden lassen möchte im geschlossenen Zustand, der lässt einfach die Glasblende weg und ersetzt das Ganze mit dem Arbeitsplattendesign und hat somit im geschlossenen Zustand eine einheitliche Ebene. Die Vorteile eines Panoramakochfeldes brauche ich euch ja nicht mehr in voller Gänze erläutern. Dafür haben wir mittlerweile 2-3 Videos auf unserem Kanal, die wir gerne euch auch nochmal über die Infokarte verlinken. Falmec hat jetzt hier ein Panoramakochfeld mit integrierter Lüftung. Das heißt, wir können auch wieder direkt über das Kochfeld hier die Lüftung aktivieren. In dem Falle brauchen wir nichts manuell öffnen. Das macht hier die Haube beziehungsweise das Kochfeld selbstständig. Und hochinteressant das Ganze, denn wenn wir einfach mal in den Schrank reinschauen, sehen wir, dass hier noch ausreichend Platz ist unterm Kochfeld für einen Schubkasten und dann natürlich fortführend für Auszüge. Und die Motoreinheit kann auch je nach Bedarf noch ein Stück nach hinten gesetzt werden, wenn hier eine übertiefe Arbeitsplatte beziehungsweise dann auch in einer Insellösung noch zusätzlicher Stauraum vorhanden ist, wo dann die Motoreinheit ihren Platz findet. Aber auch so, wenn hier komplett Schubkastenauszüge unter dem Kochfeld Platz haben, ist das natürlich eine sehr praktische Lösung. Falmec steht dafür Wertigkeit und ja, entsprechende Produktverarbeitung. Und wir wollen uns einfach nochmal anschauen, wie die Lüftung hier aussieht, beziehungsweise wie das Ganze gereinigt wird. Ich kann diese Blende einfach abnehmen. Die wird nur mit Magneten gehalten. Diese lege ich beiseite und dann habe ich hier Falmec typisch eine Edelstahlwanne, eine Edelstahlkassette und kann dann hier entsprechend meine Metallfettfilter rausnehmen. Die kommen in die Spülmaschine und dann sind hier noch die Halterungen für die entsprechenden Kohlefilter, wenn ihr das Ganze im Umluftbetrieb betreiben wollt. Ja, und wenn doch mal was überkochen oder überlaufen sollte, dann habt ihr hier natürlich die entsprechende Auffangwanne für die Flüssigkeiten. Und ihr habt es ja gesehen, dass das Ganze auch entsprechend leicht ein- und anzusetzen ist. Okay.
ist wirklich. Ja, die Zero Easy ist ein Kochfeld mit integrierten Abzug, was rein auf Umluftbetrieb basiert. Und hier haben wir auch eine Strömungsoptimierung integriert. Das heißt, ihr könnt diese Glasblende in die Mitte setzen, wenn ihr auf beiden Seiten kocht. Oder wie jetzt hier in unserem Fall, wo die Grillplatte steht, schieben wir die Blende nach rechts. Und hier kann die Luft optimiert abgesaugt werden. Und wenn wir das Ganze herausnehmen, sehen wir auch die angeschrägten Lamellen, die übrigens aus Metall sind. Und dann haben wir hier unseren Metallfettfilter. Und da wir ja gerade gesprochen haben, dass das Ganze ja ein Umluft-Multenlüfter ist, haben wir dann auch hier noch versteckt. Der neue Filter ist dann nicht mehr mit Aktivkohle, sondern mit dem Mikrotex, lässt sich somit leichter reinigen. Er kann in der Spülmaschine gereinigt werden, wird dann nur noch im Backofen getrocknet. Und ihr seht auch hier wieder die Zeolithkügelchen, die dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus der Luft gezogen wird. Und somit haben wir einen noch leistungsstärkeren Umluftfilter. Die Dunstabzugshaube im Wandschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier haben wir eine Haube, die ein paar Besonderheiten hat. Und zwar, wenn ihr mit den Futter oder die vorderen Ebenen des Kochfeldes benutzt, könnt ihr die Blende einfach weiter nach vorn klappen. Damit wird nochmal zusätzlich die Front des Hängeschrankes geschützt. Und vom Licht habt ihr keine Strahler, sondern wir haben hier ein LED-Lichtband, was natürlich auch entsprechend eurer Lichtfarbe in der Küche angepasst werden kann. Und als weitere Individualisierung haben wir die Möglichkeit, dass die Motoreinheit entsprechend der Hängeschranktiefe angepasst werden kann und der Teleskopschacht dann deutlich flacher ist, damit im oberen Bereich des Hängeschrankes nochmal zusätzlicher Stauraum generiert wird. Ja, weitere innovative Videos für eure Küchenplanung findet ihr über den Link. Unseren Kanal könnt ihr abonnieren, kostenfrei oder das Gutsmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.